Und damit sind wir wieder im Spiel von Magic the Gathering oder eigentlich von Wizard über Magic the Gathering. Das lautet Duels of the Planeswalkers 2012. So habe ich es richtig ausgedrückt. So Leute, weiter geht's. Kreatur mit Schlachtruf bringen andere Kreaturen dazu, im Kampf härter zuzuschlagen. Battlecry ist eins meiner Main Decks. Chandra hat 22 Lebenspunkte, du nur 7. In Angesicht Nissas riesiger... Warum steht hier, Chandra hat 22 Lebenspunkte, aber das ist Nissa? Ach du Schande. Wie lange kann sind das? 7. Okay. Was bist du? Das müsste ich als erstes spielen. Danach müsste ich das hier spielen. Dann hätte ich keine Mana mehr dafür. Aber mit dem hier könnte ich die hier abwerfen. Ich würde sie auf 16. Eins, zwei, vier. Würde ich das schaffen? Oh, Moment. Ich könnte ihr zwei Karten auf die Hand geben. Noch mehr. Um ihr hiermit mehr Damage zu drücken. Aber dann würde ich die Karten hier nicht aus der Hand los. Das heißt, ich muss hier rüber gehen. Ja? Ganz unumstritten muss ich mir erstmal abbrechen. Nein, 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 nein. Ich müsste. Hiermit würde ich gerne auf 4 gehen, wo? Dann hätte ich hiermit noch ein Lebenspunkt, wenn ich hier spiele. Jawohl. Auf uns. Ja, ist ja scheißegal. Dann dich. Eins, zwei, drei, vier. Okay. So. Das würde aber nur 6 ziehen. Abbrechen. 6, 7, das würde nur auf 11 gehen. What the fuck? Ich hätte die nicht abwerfen dürfen. Fuck! Ja, weiter, weiter, weiter. Komm, töte mich. Ich weiß, ich kenne meinen Fehler. Ist gut. Ist gut. Das ist easy going. Revane hat Mark besiegt. Ich kenne meinen Fehler. Glaube ich. Also das hier war kein Fehler. Ich würde gerne zwei Leben verlieren und zwei Karten ziehen. So, und dann würde ich gerne die hier spielen. Eins. Zwei. Die kann ich auch abwerfen. Nee. Drei. Vier. Okay. Kann ich ja gar nicht. What the fuck? Reicht's Mana nicht aus? Ich kann ja jetzt nur Corruption spielen. Aber ich muss die Karte ja spielen, um die ganzen... Hä? Das reicht einfach nicht. Das Mana wird auch nicht reichen, um die und die zu spielen. Den hier auch nicht.
Aber ich kann sie nicht ziehen lassen. Weil die kostet nämlich 4 Mana. Aber ich ziehe eigentlich nur die und die. Wenn ich ihr 9 gebe, dann wäre sie auf 13. Ja, dann wäre sie auf 13. Ich hätte 6 Mana verballert. Hätte noch auf der Hand. Moment, dann wäre sie auf 13. Ich hätte noch 3 Karten auf der Hand. Nee, ist über 10. Ich muss sie aber auf... Ich probiere jetzt was. Ja, tu du dein Ding. Tu du dein Ding. Das ist knifflig. Das ist auch nicht so einfach. Das ist also, ja. Mittlerweile sind die doch auf einem guten Niveau. Und das gefällt mir. Ich mag so Herausforderungen. Ich finde die toll. So. Rote Magier können dann deine Chance überregt auf dich lenken. Ja, wissen wir doch schon. Ja. Abgesehen davon, dass es nicht schon dass sie 22 Lebenspunkte hat, können wir sie 2 Karten ziehen lassen. Danach... Damit kriegen wir nur auf 3. Kommen wir damit echt nur auf 3? Sie hat dann 9 Schaden. Ist dann nicht... Das ist nicht genug? Herr Gott, warum ist denn das nicht genug? Oder ist das genug? Ich probiere es jetzt einfach mal. Nissa. Zieh nochmal 2. Ja. Auffall. Nissa. Genug? Doch ist es! Boah! Jawohl! Jawohl! Jetzt suche ich mir irgendein Land raus, einen Sumpf, einfach nur weil ich es kann. Boah, es ist doch genug. Ich weiß zwar nicht warum. Also ich habe mir das. Ja. Also die Bloodgas habe ich euch ja schon mal, als ich das Vampirdeck gespielt habe, erklärt, dass sie wieder ins Spiel kommen, wenn man Land spielt. Sie können nicht blocken, 2 Mana 2-1. Und sollte Gegner 10 oder weniger Lebenspunkte haben, die alle Eile. Ich ralle jetzt noch nicht ganz. Das ist klar, dass der drauf geht. Ach, der bekommt nur plus plus durch den. Angriff, 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 Angriff. Es war genug. Es war genug. Ich habe mich nur nicht getraut. Ich war zu zimperlich. Die Dinger sind nicht einfach. Die letzten sind echt nicht einfach. Über die ersten habe ich mich ja noch lustig gemacht, aber die hier sind jetzt schon... Ja. Also... Die sind hart. Die sind echt hart. Gut. Ränke spinnen. Weiter. Khan hat 12 Lebenspunkte. Du dagegen 6. Verwende jetzt die Fähigkeiten und besiege Khan. Was habe ich denn für Träume? Oh Gott. Was bist du? Wie viele sind im Friedhof? Kann ich nicht sehen. Okay, nehmen wir dich. Oh, Moment, die Küste. Keine Ahnung. Ich hätte mir die Karten vielleicht erstmal genauer angucken müssen. Dich. Nee. Dich.
und dich. Okay. Wie viele sind denn da von dem Friedhof? Keiner. Ich weiß nicht, ob das jetzt intelligent war. Drei und drei zum Ausrüsten, der kostet vier. Das wären 10 Mana für die. Und dann könnte ich die hinterher ballern. Dann macht die hier 4 und die macht 7 plus ich hätte 8. Puh, ich muss mir die Karten genauer angucken. Ich muss mir die auf jeden Fall genau ankommen. Ja, komm, ich hab verloren. Pft. Ist mir egal. Komm. Ich muss mir die echt genauer angucken. Shit. Ja, Khan hat Mark besiegt. Wurde bewegt, halt die Fresse. Uff. Also einfach wird's jetzt nicht. Ja. Das Welpen. Ja, also die Karten kenne ich ja. Ich muss hiermit irgendwie anders interagieren. Ja, Kugelblitz. Kronach. Nee. Die will ich auf jeden Fall. Gib mir nochmal eine davon. Ah, nehmen wir die hier und... Vielleicht die da. Oh. Okay. Spielen wir dich. Wählen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dich. Und dich. Genau, weil du machst ja mehr Schaden. Ja? Gut. Probieren wir das nochmal. Dich. Nehmen wir dich nochmal. Auf jeden Fall einen Drachensturm. Ja, doch. Dich nehmen wir auch. Und... Mal gucken, vielleicht ist der Gegner so. Oh, ja, ist er. Wunderbar. 6 Mana habe ich, das heißt, ich kann den hier spielen. Spieler. Khan. Spieler. Khan. Das müssten doch jetzt. Und jetzt habe ich genug Zauber gespielt. Spieler. Khan. Jetzt kommen Kopien davon. Spieler. Khan. Spieler. Khan. Jawohl, ich habe genug Zauber gespielt. Das reicht locker. Ja, es reicht locker. 6-mal Grapeshot. Sturmkarten sind toll. Die kopieren sich halt selber für jeden Zauber, den man vorher gespielt hat. Und da ich vorher 5 Zauber gespielt habe, hat das gar nichts mit dem Drachenjungen und dem Schwert zu tun. Schade. Ich mag beide Karten. Sowohl das Drachenjunge als auch das Schwert. Aber Storm ist halt... Ja. Ist halt Storm, wo? Gut. Und jetzt, Meister, dein Schicksal. Weiter. Jace hat 3 Lebenspunkte. Du noch 4. Du hast gerade... Inhaltsverzeichnis gewirkt und musst jetzt Jace die Niederlage dirigieren. Noch ein Inhaltsverzeichnis erkunden. Spieler 2 Schaden. Was hier drunter? Pazifismus. Kann nicht angreifen. Schade eigentlich. Der ist cool. Der hat noch eine Wunschmarke. Aber der kostet 2 blaue. Also ich brauche das blaue.
heißt, ich brauche jetzt das Blaue zum Kartenziehen. Das Blaue. Dann kann ich hiermit nämlich eine andere Karte ziehen, was aber gar keinen Sinn. Doch, ich kann die entfernen und kann die spielen. Was ich zum Beispiel bei der hier ganz gerne tun würde. Wobei das keinen Sinn macht. Die kostet ja 4 und die kosten ja auch alle 4. Wobei, da könnte ich nochmal ein Inhaltsverzeichnis mit spielen. Könnte gucken, ob da... Fuyu! Oh, was leckt das jetzt gerade? Nee, jetzt, okay. Gut, leck vorbei. Ach nee, ich sehe gerade, das sind meine Handkarten, wow. Das heißt, ich kann jetzt Inhaltsverzeichnis wählen. Ja? Oh Gott. Sehen wir. Tür der Umgang. Kann ich jetzt nicht einfach hingehen, die so rum hinlegen? Den rufen, den spielen. Umgewandelt Mana kostet dieser Karte. Was ist das da? Stopp, stopp, stopp. Was ist das da? Was ist denn das? Och, Manu. Nie lässt mich das Spiel das machen, was ich will. Ja, okay. Seelenruhe. Nehmen wir die noch hin. Explo. Ach komm. Und hier legen wir die mal so rum. Wo? Legen wir die so rum. Ja. Kriege ich nämlich ein Land ins Spiel. Uhu. Ich darf ein Land spielen. So. Jetzt könnte ich allen fliegenden Kreaturen Schaden machen, oder? Oder ich könnte hier mal noch eine Karte ziehen. Wird das Orakel ziehen? Wird das Orakel spielen? Wird noch eine Insel kriegen? Doof. Ist wirklich doof. Ich hatte die, glaube ich, gerade. Was ist das jetzt? Du bist Fluchsicher. Du hast Hexproof. Das heißt, ich kann ihn gar nicht als Ziel wählen für meine Burns. Ach so. Okay, das macht Sinn. Das macht wirklich, wirklich Sinn. Mann, die Lecks gehen mir gerade tierisch auf den Sack. Ach nee, jetzt habe ich ja... Ey, das Orakel. Wobei, gar nicht mal so dumm. Genau. Jetzt kann ich ja hier den Effekt aktivieren, noch. Und das müsste doch jetzt der Drache... Oh, habe ich sogar... Kreaturen, Spieler kann ich ja eh nicht wählen. Ich habe dann aber keinen Mana mehr, boah. Fällt mir auf. Shit. Was mache ich denn jetzt mit dem Mana? Moment. Wenn ich da einen Schaden drauf schieße, geht er weg. Und dann kann ich das Luft... Ah! Ich hab's! Ich hab's! Da einen drauf, der wird gezielt, der wird geopfert. Da vier drauf, wird zerstört. Das Ding kann... nur fliegende Kreaturen blocken. Das bedeutet, mein Blutzopf-Elf, der ja Eile hat, ja hier, Eile-Kaskade, kann jetzt einfach durchrennen. Oh Gott. Mein Schädel. Oh Gott, Leute, ich werde müde. Ich meine, wir haben ja auch erst 3 Uhr nachts. Kein Wunder, ich müde werde. Haben es gerade beim ersten Mal geschafft. Zweite Mal geschafft, dritte Mal geschafft. Keine Ahnung mehr. Wir haben es geschafft. Das ist alles, was mich interessiert. Und jetzt kommt noch eine Folge, die ich jetzt in dieser Aufnahmesession aufnehme. Und das ist hier Kamsiegen. Und danach sind wir hier. Und danach hier. Ach, klasse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blacksteel. Ciao, ciao.